Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Perfect World International. Entschuldigung, dass der letzte nur 10 Minuten lang war. Ich habe schon wieder vergessen, die Uhr hinzustellen. Fail. Okay, wir waren dabei, dass das Tracking-Ding schon wieder weg ist. So, wir werden dabei, Käferkönige zu töten. Was ich als nächstes machen will, hoffentlich vergesse ich das nicht. Am besten mache ich das, nachdem ich den getötet habe. So, töte ihn. Töte ihn schneller. Ich will was zeigen. Wow, 30. 10. Okay, danke. Eben noch das hier aufheben. Und zwar wollte ich euch die Karte zeigen. Einmal richtig. Oder hatte ich das schon? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Sind wir hier in Rovalia. Da gibt's Stadt der Verlorenen und Ätherklinge. Das klingt schon so dämlich. Und hier unten Stadt der rasenden Fluten. Klingt alles irgendwie ein bisschen dämlich, abgesehen von Rovalia. Und eben Archosaur. So, Archosaur. Ich hab das ja schon öfters erwähnt, ist, ich würde mal sagen, groß. Es ist sowas wie die spätere Hauptstadt. Also, ja. Nur so, hier kommt man ungefähr mit Level 20 dann hin. Ungefähr. Zumindest bin ich immer so ungefähr mit Level 20 dahin gekommen. Und ein erhöhtes Leben ob. Gibt mehr Erfahrungspunkte. Kostet aber mehr Pfeile. Aber wir wollen die alten Pfeile eh loswerden. Und warum spreche ich so komisch? Keine Ahnung. Zack, zack. Perfekt. Also, ich habe gerade eben noch gesehen, wie viel Speicher dieses ganze Ding einnimmt. Ungefähr 10 Minuten Part, 15 GB. Nur damit ihr so ungefähr wisst, dass das Ganze ein bisschen länger dauert in dieser Qualitätsstufe. Zum Beispiel das Rendern hat jetzt gerade statt ungefähr 10 Minuten, ich glaube eine Dreiviertelstunde oder sowas gedauert. Also, schießt du endlich? Warum ist Angreifen nicht nur... Warum? Hallo? Hallo? Bug? Hallo? Hilfe! Ach so, danke. Pfeile sind aus. So, jetzt können wir angreifen. Nein, du darfst dich nicht heilen! Nein! Schieß, du Schlampe! Schieß! Bevor er sich wieder auflädt! Wow! Wow! Nein, ich drück nicht F4. F4, F4... Und was hat er jetzt aus bei gehabt? Ein Bambusstab! Ich bin ein Fernkämpfer und kämpfe gerne mit Bambusstäben. Wie? Ich esse mit Stäben. Besonders meine Käfer! Ey, du bist Level 3! Ich auch! Guck mal! Und ich schieße dir jetzt Pfeil in den Rücken! Denn ich ziele genau! Batsch! Und es macht, ein bisschen mehr Schaden als vorher, weil die Pfeile ein bisschen besser sind. Die machen jetzt nicht Ting, sondern Jing oder nicht Zip, sondern Wum. Und wo da jetzt der Sinn lag, weiß ich selbst nicht. Ach man, Mauspad. Und Entschuldigung. Meine Stimme. Ist das da hinten? Na, da hinten ist tatsächlich einer. Hallo, Lisa. Lisa. Was für ein Name. Was steht denn da, während der da hinläuft? Du suchst nach einer Gilde mit Gott, kommt zu EAV. Erste allgemeine Verunsicherung, der Spaß hört nie auf. Zumindest gibt's eine Band, die so heißt. Also, Teaching Group for EBBH 59. Soweit war ich noch nie, die Beast Hunter Gruppen Quest Gedöns zu machen. Also, ich glaube, ich hatte irgendwann eines schönen Tages mal in einer Gilde gefragt. What the fuck is BH 59?
Die Beast Center, keine Ahnung, was 59, irgendwas war das. Theoretisch könnte ich an dem Ding da die Zeit messen. Aber auf die Idee komme ich ja nicht, ne? Also ich studiere Informatik, ne? Aber so ein Schwachsinn kann ich mir nicht merken. Ich brauche noch ein paar. Das wird ein ganzer Part, wo wir nur Käferkönige töten. Yay. Vielleicht mache ich ein bisschen länger. Dauert zwar dann ewig beim Rendern, aber... Entschuldigung, falls meine Stimme irgendwie noch anders klingt, auch im letzten Part. Liegt wohl sehr wahrscheinlich daran, dass ich krank war. Und beware of your... Wie viel habe ich denn? 477! Also ich glaube, da schaffe ich es jetzt noch, die erhöhten Verteidigungsbiester zu töten. Nein! Gibt es noch einen anderen? Na gut, dann eben doch. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht gehen jetzt 400 Pfeile drauf. Unwahrscheinlich, aber egal. Schieß! Und schieß! Verfehlt. Wie kann man so ein großes Ding verfehlen? So. 7? Das war jetzt wohl... Schieß. 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 Jetzt nochmal einen voll drauf bashen. Bing bang! Boah, dauert das wieder lange. Es liegt aber auch nur an der erhöhten Ein Opferangriff! Los, du Opfer! Oh, ein Opfer. Sterb! Schon wieder 2 Minuten um. Wie die Zeit vergeht. Wow. Das. Ey, ich bin ein Level gestiegen. Ich bin Level 4. Oh. Yay! Eins, zwei. Fertig. Jo. Und tui. Oh, Käfer. Einer zu wenig. Muss wieder einer spawnen. Und das mache ich jetzt das ganze Video lang. Und jetzt du musst daran glauben. Denn ich bin Gott. Nein, bin ich nicht, aber... Gibt's denn hier keine Käfer? La la la, ich liebe diese Musik aus diesem Spiel. La 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 la. Am liebsten ist mir ja immer noch Fly With Me. Der eigentliche wohl Titelsong. Ich glaube auch der einzige, der eine echte Lyrik hat. Und gibt's denn hier keine Käfer mehr? Ich hätte gerne einen Käfer und keine Ente. Ah, da hinten. Ich hab dich. Kannst dich nicht vor mir verstecken. Ach ja, und zu den Leuten, die dagegen sind, dass ich einen männlichen Charakter spiele. Ich sage nicht dazu, dass es... dass es eure Meinung ist. Aber ich bevorzuge es einfach, den männlichen Char zu spielen. Ich habe auch... wo muss ich hin? Okay. Ich habe auch, vielleicht kennt man's ja, Secret of Mana. Wie ist das wirklich so? Irgendwie klingt das falsch. Ich meine, das ist tatsächlich Secret of Mana. Das ist trotzdem falsch! Es fragt mich auch nicht, wie der japanische Titel heißt. Das ist Teil 3. Ich habe dort auf jeden Fall kommt ein Hauptcharakter Hawk genommen. Und das ist auch ein männlicher Charakter. Ich habe, abgesehen von Warhammer Online, da habe ich eine weibliche Runenpriesterin gespielt. Da kommt auch mein Name her. Schichten einfach, weil ich einfach mit festen Leuten gespielt habe, bei denen man vielleicht... Naja, mit denen ich eben auch auf Skype war und dann, ja...
Und da hat es eben besser gepasst, dass wir zwei Frauen und zwei Männer gespielt haben insgesamt. Oh ja, gerne schön. So, und jetzt laufen wir wieder zurück zur Stadt. Und zwar, ja, und sonst spiele ich eigentlich wirklich gerne männliche Charaktere, auch in Online-Spielen. Fiesta Online habe ich auch männliche Chars schon gespielt, also ist eben so. Ich gibt keine große Erklärung dafür, dass ich lieber männliche Chars spiele, schlicht und einfach, weil die einfach cooler aussehen als die Mädels. Ausnahme vielleicht, dass Fable 2 das Mädel eigentlich ganz okay aussieht, wenn man ihr die guten Sachen gibt. Woho, hab ich jetzt Fable 2 Fable 3 gesagt? Ich meine Fable 3. Egal! Gibt irgendwo noch was, wo man sich aussuchen kann, wenn man männlich oder weiblich spielt? Keine Ahnung. War früher anders, das muss ich sagen. Als ich jünger war, habe ich es bevorzugt, die männlichen Chars zu spielen. Die männlichen, die weiblichen. Hat sich mittlerweile aber ziemlich geändert, dass ich doch lieber die männlichen spiele. Und klick, 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 klick. Guck mal nach. Du hattest nur diese eine Quest. Der Inventarmeister. Die Schneiderin hat was? Was will denn die Schneiderin von uns? Hopp, schon wieder sechs. Ich weiß nicht, wann ich angefangen habe. Keine Ahnung. Quests, Buch des Schmerzens, Sie ist irgendwie zeitbedingt. Bringt Schmieden New. Die nur 2 Meter gefühlt weiter steht. 10 Meter. Kennst du nicht selber gehen? Egal. Hallo Schmied Yu. Ich habe ein Buch für dich. Welche Materialien brauchst du? Ja, okay. Dann muss ich jetzt erstmal Geld sammeln. Das mache ich jetzt noch. Wo ist denn die alles möglich verkaufende Dingens, Kirchen, bla bla? Bist du das? Handwerkerin? Craftman? Ich glaube schon, dass Handwerker Craftman war. Crafting! Minecraft! Patsch. Nein, ich spiele kein Minecraft. Ich hätte gerne. Nein, okay, du warst es nicht. Ach, dann ist es. Wo standst du? Ich brauche größere Minimap. Apotheker, Inventarmeister, nein. Das war nicht. Das ist die Schneiderin, das ist der Schwarzmarkt, das ist die Näherin, das ist der Schmied, das ist der Buchhändler, das ist der Händler. Ein Atmen nicht vergessen. Hui, einmal ganz nah, einmal an der Ego-Perspektive. Ui, sind wir klein. Wir sind kleiner als die Blumen. Hallo, Händler IR. Ich hätte gerne. Ja, wie viel kostet die? 2000. Wenn wir hier genug verkaufen, zum Beispiel dich. Lass sie mal an. Und dich. Lederrüstung. Du bleibst mal einen Moment. Nee. Alle, ja. Du, maximal, ja. Ehe, kaufe ich einfach auch. Ich will nicht cheaten. Du bleibst auch. Was bist du? Weg. 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 Verkaufen. Ja, möchte ich. Jetzt möchte ich dafür eine Spitzhacke. Oh mein Gott, ich habe eine Spitzhacke! Wo wir doch gerade bei diesem Thema waren. Oh, tauschen. Okay. Wobei ich glaube nicht, dass das Ding wirklich groß besser wird sein wird als die Anfangsdinger. Also anfangs kriegt man ja nichts Großes. Was wollte der haben? Monofusion-Grunzen. Holz. Und erdene Soldaten. Egal, ich habe mir Spitzhacke trotzdem gekauft, weil ich später auf jeden Fall craften möchte. Und wie jeder weiß,
braucht man, um Kräuter abzubauen? Eine Spitzhacke. Ich glaube, ich bin der Minecraft-Noob. Nein, ich weiß auch soweit, dass man eine Spitzhacke braucht, um Eisen oder Stein abzubauen. Für Holz bräuchte man eine Axt, aber Axt gibt's nicht. Ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss, bevor das Video zu lang wird. Bis dann!